Ganz herzlich willkommen bei All Eyes on Experts Favorites. Ich darf Ihnen dieses neue Format ganz kurz vorstellen. Wir haben nämlich dafür Experten aus verschiedenen Bereichen darum gebeten, uns ihren Favoriten aus allen Gewinnern des German Design Award 2021 vorzustellen. Heute live zugeschaltet ist aus Italien die Designjournalistin Barbara Friedrich. Ganz herzlich willkommen. Ich darf ein paar Worte zu ihr sagen. Nach leitenden Funktionen bei den Zeitschriften Ambiente, El Deco, Architektur und Wohnen ist sie nun als Autorin, Moderatorin und Jurorin selbstständig in der Designszene tätig und sie war Initiatorin und Co-Autorin des Euro Design Guide und ist Mitglied im Rat für Formgebung sowie im DDC, Deutscher Designer Club und auch im AED Stuttgart. Aber jetzt erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, schön dich zu sehen. Hallo Barbara. Hallo Julia, schön, dass ich dabei sein kann. Das finde ich auch und du hast dich auch ordentlich ins Zeug gelegt, denn du hast hier gleich zwei Favorites ausgesucht. Beide wollen wir vorstellen. Natürlich fangen wir mit dem ersten an. Wir nehmen jetzt noch gar nicht vorweg, was es ist, sondern wir zeigen mal einen kurzen Einspieler dazu. Viel Spaß. Ja, da ist er, dein erster Favorit. Vielleicht möchtest du uns kurz erzählen, warum du dich denn dafür entschieden hast. Toyo Solo ist ein Regalsystem, was wirklich alle Anforderungen an ein modernes Modularsystem erfüllt. Und es ist so einfach, dass man, also wer jemals ein IKEA-Möbel zusammengebaut hat, der wird mir recht geben. Das ist ohne Werkzeug, einfach durch so ein ineinander zu klickendes System. Man kann es also im Raster von 70 mal 35, kann man es bis zu 1,40 Meter Höhe und auch in der Breite endlos variieren. Ich finde, das ist so simpel, dass es eben Beachtung verdient. Vor allen Dingen, weil es auch preislich, wie ich finde, mit einem Grundmodul von um die 85, 90 Euro wirklich sensationell ist. Für mich ist das ein Beispiel für wirklich gutes Design, was ein Problem löst, eben weil es ohne Werkzeug aufzubauen ist. Und ja. Blöd, dass IKEA es nicht erfunden hat, sondern dieser Bastian Prieler als Designer wirklich was Tolles erfunden hat. Ja. Jetzt hast du natürlich die Funktionalität, das Ineinanderklicken, der einfache Aufbau, das hast du uns ja schon erläutert. Vielleicht darf ich einmal noch nachfragen zum Thema Design. Was interessiert dich jetzt aus ästhetischer Sicht vielleicht? Es ist so klar, dass es eben, ja, es, für mich ist es, für mich ist Design ja immer etwas, was nicht so kompliziert sein soll, was eine Funktion haben soll, was trotzdem ästhetisch ansprechbar sein soll, und das ist es. Und was mich besonders freut an diesem Regalsystem ist, dass es durch seine Höhe der einzelnen Modulelemente eben auch Kunstbücher aufnimmt. Das ist nämlich häufig bei Systemen, die eben nicht so eine Höhe haben von 35 Zentimeter, ein schwierig. Da muss man häufiger mal so ein Kunstbuch querlegen und ich spreche da aus Erfahrung. Deswegen, ja, finde das ein tolles Regal. Also ein Regal, das das Leben schön, aber auch einfacher macht. Mit Sicherheit einfacher, ja. In der einen oder anderen Form macht dein zweiter Favorit das Leben auch. Und was das ist, das sehen wir jetzt. So, liebe Barbara, jetzt musst du uns erklären, warum dich denn das so fasziniert hat, das Projekt.
Ich bin ja häufiger mal in Design-Juries und meine Mitjuroren sind häufig perplex, wenn ich zu diesen Waschlets tendiere. Ich finde so ein Dusch-WC einfach eine tolle Errungenschaft der modernen Sanitärindustrie, vor allen Dingen, weil es kommt ja aus Asien und dort haben die Menschen einen ganz anderen Umgang mit der Toilettenhygiene. Natürlich gibt es in Italien und in Frankreich gibt es Bidets. Wir Deutschen haben irgendwie dieses ganze Reinigungssystem mit dem Intimbereich nicht so drauf. Und das finde ich aber schade. Und deswegen finde ich die Industrie, gerade die deutsche Industrie, in diesem Fall ist es ja Hans Grohe, finde es lobenswert, dass es endlich von guten Designern, das ist von Phoenix Design immerhin aus Stuttgart, super Designer, ein ästhetisch ansprechendes Produkt, was eben diese Funktion der Intimhygiene erfüllt, die muss man mal ausprobiert haben, um überzeugt zu sein. Wir selbst haben Washlets im Haus und deswegen kann ich eben wirklich guten Gewissens sagen, wie toll das ist, wenn man sich mit so einem System ja, in der Intimhygiene pflegt. Also die Funktionalität ganz groß. Es gibt ja das Washlet, glaube ich, auch in verschiedenen Farben. Vielleicht noch ein, zwei Worte von dir zum Thema Ästhetik. Ja, also die Ästhetik ist grandios, weil sie, also Phoenix Design hat es so ein bisschen entnommen von der freistehenden Badewanne. Die ist ja in Deutschland ziemlich zum Trend geworden. Und dieses Washlet, was eben auch diese Bassinform hat, ist wirklich nur an der Wand mit dem nötigen Kontakt zur Elektrik und zum Wasser, den es braucht. Aber ansonsten sieht man quasi, wie sie freistehend ist. Und mit diesem Remote Control kann man eben alle Funktionen von verschiedenen Duschstrahlen etc. kann man regeln. Es gibt die auch in Schwarz, was ich für Design-Fans besonders toll finde. Hätte die auch gerne gehabt, habe sie natürlich nicht, weil mein Modell ist natürlich ein älteres Modell. Aber was ich eben ganz traurig finde, ist, dass Hans Grohe dieses Modell wirklich nur für den chinesischen Markt erstmal jedenfalls zur Verfügung stellt. Und das finde ich ganz traurig, weil ich finde, das sollte es auch in Europa geben. Also, liebe Barbara, wir können festhalten, du wünschst dir auf jeden Fall die Ausweitung auch ins europäische Segment. Das war sehr, sehr eindrucksvoll. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit dir. Danke dir auch, Julia. Das war Barbara Friedrich und natürlich auch vielen, vielen Dank an Sie, dass Sie hier dabei waren. Für weitere Informationen zu den weiteren Favoriten und Experten können Sie die Seite von All Eyes On natürlich jederzeit besuchen oder uns auch auf den sozialen Medien folgen. Ansonsten bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal und Dankeschön.